Na gut, also arbeiten wir besser zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Nehmen Sie mal, dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Work ist nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzte, tragische Fälle weg. So weit weg vom Rhythmus der Erde, von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dahinter ganz nah zu wandern. Tragische Fälle, aber Morley hat zu viel Zeit ohne Medizin rückfällig werden. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Dieser Ort war nur vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. Sie stehen auf einem Hügel. Ihre Heimat liegt unten im Tal. Sie sind weit davon entfernt. Können es Sie doch deutlich sehen? Sie wissen, Sie können so gut hier helfen. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein.
Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Thank you.
Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tidus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Ein regulärer wissenschaftlicher Offizier wurde entsetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der Beweis unser Ziel dabei ist. Verrückt.